Um es vorwegzunehmen, diese 19. Auflage des Kinfidianersee-Triathlons in Lauterach hat wohl alles bisherige übertroffen. Über 420 Teilnehmer sorgten für einen Teilnehmerrekord und dann waren bei der Elite und Hobbyathleten sowie auch bei den Staffelteams mit Ausnahme von Erik Bildstein sämtliche Ländergrößen mit dabei. Es war auch ein erlesenes Grüppchen von österreichischen und deutschen sowie Schweizer Topathleten zudem am Start. Neben den Nachwuchsklassen gingen über 370 Athleten dann bei den, wie bereits erwähnten, Elite-, Hobby- und Staffelteams an den Start. Sie sorgten für ein fantastisches Bild am Schwimmstart. Zunächst gingen die Damen sowie die Staffeln und die M3-Klasse, also das sind die etwas älteren Athleten, ins Wasser. Und hier war klar, Jürgen Bildstein, der stärkste Staffelschwimmer für die Mannschaft Zimmerei-Joso, wird als Erster herauskommen. Und so war es dann auch, er gewann also das Schwimmen, dann Tobias Grabherr von der Gummibärenbande und auch Reto Weffler vom Team Skinfit äußerst stark. Bei den Damen war das Duell vorprogrammiert. Katrin Müller, deutsche Meisterin im Cross-Duathlon, und die Vorjahressiegerin Lydia Waldmüller, beide kommen sie vom Skinfit Racing Team, würden sich den Sieg bei dieser 19. Auflage untereinander ausmachen. Aus Vorarlberger Sicht wieder ganz stark Daniela Bader, Sabine Kempter, Karin Kresser und auch Andrea Hollenstein. Bei den Herren, da ging ebenfalls die Post ab. Louis Knabel aus Tirol, er war ja Teilnehmer unter anderem bei der Jugendolympiade und hat dort eine Medaille gewonnen. Paul Reitmeier, Martin Bader, Dominik Berger, Matthias Buxhofer, allesamt aus Vorarlberg. Einfach sensationell die Stimmung. Es ist etwas Besonderes in Lauterach. Hier muss man auch als Zuschauer einmal mit dabei gewesen sein. Hautnah die Topsportler zu sehen und anzufeuern. Einfach Gänsehautfeeling. Und die Athleten, egal ob Profi oder Hobbyathlet, sie dankten es mit Klasseleistung. Spannung pur in allen Klassen bis zum Ende. Und es setzten sich dann die erklärten Favoriten durch. Bei den Damen ging der Erfolg an Katrin Müller und Lydia Waldmüller. Die Vorarlbergerinnen hervorragend ab Platz 4, Sabine Kempter, Karin Kresser, Andrea Hollenstein und auch Daniela Bader ganz vorne mit dabei. Bei den Herren war es Louis Knabel, der vor den beiden Vorarlbergern Paul Reitmeier und Martin Bader den Janosee-Triathlon für sich entscheiden konnte. Sehr gut verlaufen ist dieser Janosee-Triathlon auch für Dominik Berger. Er hat seine Generalprobe für die Langdistanz für den Transvaalberg-Triathlon in einer Woche sehr gut absolvieren können. In der M3-Kategorie, da war der Sieger Helmut Berger vom SV Casino Kleinwalsertal. Die Staffelsieger mit dem klingenden Namen Gummibärenbande freuten sich dann ebenso wie die Staffelzweiten, nämlich das Team Skinfit. Gewonnen haben am Sonntag alle, Sportler sowie der Veranstalter. Und man freut sich jetzt schon auf die kommende 20. Jubiläumsausgabe.